Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Wir sind gerade in der Stadt vom DLC von Claptrap. Und ja, wollen uns jetzt mal so ein bisschen nach Lootkisten und so weiter hier umgucken. Genau, Tartarus heißt die Stadt. Der Zero ist natürlich auch da oben gerade auf dem Dach und schaut mal, was er von oben sehen kann. Ja, ich sehe zwei Schränke. Oh, es hat sich gelohnt, hier eine halbe Stunde lang hochzuklettern. Holy shit. Ja, so eine Satellitenschüssel wie da oben, die empfangen bestimmt einige Sender, oder? Okay, ich sehe, also ich bin hier bei einer Lootkiste und ich sehe auf den Dächern jetzt eins, zwei weitere Lootkisten schon bereits beim ersten krass. Blick. So, hier unten ist übrigens auch eine Kiste. Ich weiß nicht ganz genau, ich glaube nicht, dass es eine Lootkiste ist. Ich weiß auch aber nicht, wie man da hinkommt. Hier ist ein Durchgang. Ich weiß aber wirklich nicht, wie man da reinkommt. Keine Ahnung. Ich sehe jetzt drei Lootkisten insgesamt. Boah, das ist krass. Vielleicht kommt man von... Eine ist direkt über dir. Ah, Moment. Gehe ich gleich hin? Die oder was? Geschützkomponente. Rex gegen Goliath. Was? Ein Kopplungsspannstück Mark IV zur Geschützfeuerstation. Das steht jedenfalls auf dem Label. Oh! Eine Geschützkomponente gefunden. Das ist eine Quest von uns. Ach so. The crazy. Hammer. Und es war wirklich keine Lootkiste. Hier sind nur kleine Schränke. Keine Lootkiste. Nee, keine Lootkiste. Und hier kann man ganz tief in den Untergrund. So, okay. Ich bin jetzt direkt neben zwei Lootkisten. Die Frage ist, komme ich jetzt gleich dazu zum Rechten? Ich komme hier erstmal zum Rechten. Okay, so. Nächste Lootkiste. Eine schlechte SMG und eine Serien-Mod, auch in schlecht. Ja, ich bin hier gerade in irgendeiner anderen Stadt tatsächlich. Jedenfalls sieht es so aus. Ja, du bist unten, ne? Ganz unten. Ja, aber das ist eine komplett andere Stadt hier noch. Das ist total krank. Nein! Ich war gerade auf dem Weg zur Lootkiste und bin runtergefallen. Oh. Das ist nicht so schön. Ja, da komme ich schnell hin. Frage ist, gibt's hier irgendwo Loot? Loot? Loot, Loot? Oh, hier sitzen welche. Hallo. So. Okay. Hier kann man nicht rein. Also meine größte Ausbeute von den drei Lootkisten ist eine Sniper mit 381 Schaden. Oh, okay. Das ist ja nicht so toll. Deine Sniper macht mehr Schaden oder was? Ups. Meine Sniper macht 396. Ja, knapp. Naja, auf jeden Fall hat die dann ansonsten 180 kritischen, Zielgenauigkeit 93, was sehr, sehr schlecht ist. Ja. Alter Schwede, ist das schlecht. Ich habe auf jeden Fall gerade eine Lootkiste gefunden. Ich weiß noch nicht, wie man da raufkommt. Vielleicht so? Nee. Wie kommt man da rauf? Hier so auch nicht. Anscheinend. Ah, so kommt man da rauf. Dann hier unten durch. Es ist ja Akrobatik, ist das ja hier. Bist unterhalb der Stadt? Nein, verdammt. Ja, so ähnlich. Da gibt es so einen riesengroßen Eingang. Na, musst du unten rein, sozusagen. Wie komme ich da oben rüber? Ich habe nur irgendeine andere Quest erledigt. So. Jetzt habe ich sie. Die Lootkiste ist hier eine Sniper mit... Na, nicht wirklich gut. Und eine Schrote... auch nicht wirklich gut. Okay, ich sehe da hinten noch einen Generator. Ich glaube, das ist der andere, den wir suchen. Okay, dann gehe ich da einfach mal hin. Oh, da bist du. Hast du nicht noch andere Lootkisten gesehen, hast du gesagt? Alle drei eingesammelt. Wie gesagt, Sniper war das Beste, was ich gefunden habe. Meinst du nicht, du hast fünf gesehen? Nee, drei. Ach so, okay.
So, wie komme ich hier hoch? Ah, das sieht gut aus. So. Das ist der Generator, den ich gesucht habe. Aber das ist nicht die Quest. Ich würde sagen, ich guck mal, wo die Komponenten sind. Vielleicht führen die uns auch direkt zu Lootkisten, dann müssen wir nicht suchen. Ich habe noch eine gefunden und auch noch eine Lootkiste. Also das meine ich. Wir führen uns bestimmt zu Lootkisten. So, der dritte ist genau hinter mir. Super. Okay, gut, da gehe ich hin. Damit hab ich nicht gerechnet. Zweimal Müll. So, aktive Geschütze. Aha, nein, 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 nein. Oh, ich bin mal runtergefallen. Das ist eine normale Kiste, ne? Ja. Na, Lootkisten würdest du jetzt wohl wieder erkennen, oder nicht? Ja, manchmal so im Augenwinkel ist das so ein bisschen. Nach 50 Folgen, hm, dann müsste man schon Lootkiste erkennen können. Jawohl. Noch eine gefunden? Soldat, nicht gut. Nicht gut. Alles Müll. Gibt's doch gar nicht. Ey, wo führt mich denn die Quest hin? Ich laufe jetzt ja immer im Kreis, um da zu landen, wo ich angefangen habe, hä? Ja, tatsächlich, hier muss ich hier einmal um Kreis gelaufen. Bin ich blöd. Das passiert. Ist nicht so schlimm. So, da komme ich gerade her, glaube ich. Da unten habe ich schon eine gefunden gehabt. Das hätten wir mal immer machen sollen. Was? So eine komplette Stadt immer durchsuchen nach Truhen. Naja, bei den anderen ist es offensichtlich, dass er, wo die Truhen sind. Haben wir auch gemacht, wir haben alles durchsucht. Wir haben alle gefunden. Das weiß ich ja. Nur bei dieser kenne ich mich halt überhaupt gar nicht aus, deswegen bin ich mal überall hochgeklettert. Oh, da ist eine Lootkiste. Easy. Komm schon, nein! Wie soll ich denn da hochkommen? Na toll. Springen, Zero! Springen! Nicht laufen! Kann ich das hier durchschaffen? Nee, na, das schaffe ich nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? LOL! At Jacob's Cove, ne? Steht hier TK Baja Sightseeing Tours. TK! Ist er tot? Ja, aber hier ist ein Poster davon. Ach so. Voll cool. Alter, ich will zur Lootkiste. Bestimmt nur Müll drin, aber ich will dahin. Na komm. Einfach nicht möglich. Oh, das ist ja noch nicht mal eine. Oh Mann. Also ich vermute mal, dass ich hier die letzte habe. Ah, aber ich komme nicht rübergesprungen. Kann ich dir nicht sagen. Das ist nicht dein Ernst. Gott! Gib mich hier Lootkiste. Oh, ich will so sehr. Ich will so sehr dahin. Vielleicht einen anderen Weg hier irgendwo. Ist auch nicht rüber. Auch keine. Warst du denn hier ganz hinten in der Stadt schon? Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie ich zur Lootkiste komme.
Zero, warst du, ja, warst du ganz hinten in der Stadt schon? Ich weiß nicht, was ganz hinten bedeutet. Naja, ziemlich sehr weit hinten. Vermutlich nicht. Oder zum Beispiel hier unten in der Höhle, oder? Höhle? Weiß ich nicht, wovon du redest. Okay. Ja, hier ist noch ein, vielleicht Baum, müssen wir da in der Quest hin oder sowas. Ist auf jeden Fall noch so ein unten, na, so ein Gang nach unten. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich es nennen soll. So, ich laufe jetzt einmal hier quer durch die Stadt, nur um zu dieser einen Blutkiste zu kommen. Ups, ich hab geschossen. Das macht nichts. Ich hab mich ein bisschen erschreckt durch mich selber. Oh Gott, nicht runterfallen, Zero, nicht runterfallen. Alles wird gut. So. Pause. Jetzt war der Kleine. Okay. So eine kleine Aussichtsplattform, auch was Schönes. Ich habe noch eine Lootkiste gefunden. Weiß nicht, ob du die meintest. Hallo. Ich war gerade irgendwie trotzdem drin. Jetzt heiße ich Zero One Up 1, weil der andere Zero One Up schon da war. Ich habe schon jetzt das Spiel abgestürzt, weil ich gerade kurz vor der Kiste war. Ah, okay. Hä? Wie? Hä? Gut. Ich habe hier auf jeden Fall noch eine Lootkiste gehabt. Müll. Ja, ich bin angekommen. Ja. Und es ist eine Schrot mit 56,9. Okay. Und plus ein Feuerschaden. Oh. Also wenn du willst. Holy shit. Also die Geschütze, die wir gerade aufgestellt haben, haben unten ganz, ganz viele Leute getötet und da liegt jetzt ganz viel Zeug. Ui. Bin in Versuchung, darunter zu springen. Hoppla, ich bin runtergesprungen. Ich glaube... Weiß nicht, war das gut? Was, dass ich runter bin? Ja. Ah, doch. Frage ist, wie kommst du wieder hoch? Das werde ich dann sehen. Das ist meine Gier, die mich geleitet hat. So. Weiß gar nicht, wie ich da rüberkommen soll. Achso, da. Oh, hier ist eine Lootkiste. Na, das ist doch auch mal was. Pistolen. Bist jetzt auch hier. So, willst du die Schrot sehen? Die Schrot? Die Schrot sehen. Ah, ich weiß nicht. Soll ich auf Schrot gehen? Ich kann es ja mal versuchen. Die Pistole benutze ich sowieso nicht, obwohl ich sie gekauft habe. Weil du hast 4 Plätze frei, da wird ja wohl irgendwo Platz für eine Schrot sein. Das nenne ich Beute. Hast du gehört? Meine Person hat das noch nie gesehen. Auch wenn ich es gerade in meiner Tasche hatte. So, wie kommen wir jetzt zurück? Wo geht es denn dahin? So. Enders Gorg. Bin wieder hoch? Egal. Guck mal, was haben wir noch für eine Quest? Die eine können wir sogar abgeben hier jetzt, ne? Die Geschützkomponenten. Ja, aber wir sind jetzt hier unten, ne? Achso, ja, gut. Einfach die Operation Trap, Clap, Trap, Trap. Vorhin hat das besser geklappt. Ich weiß. Ja, können wir machen. Können wir machen. So. Ja, danke. Ja. Ups. Dann kann ich da gleich mal die Schrotflinte. Ja, bei dir hat das auch nicht so funktioniert. Also die Schrotflinte ausprobieren. Hält die Klappe. Gibt's hier Läden? Ja, hier gibt's Läden. Da müsste ich mir nämlich mal was kaufen.
Und zwar ein Speicherdeck für die Schrote. Oh Gott, das ist ja Irrgarten. Mit einem Fragezeichen drin. Guck mal auf die Map. Ja, Moment. Oh, möchtest du ein Schild haben? Schild? Ja. Ein Schild. Moment. Hast du gerade Ross 1 gekauft, ja? Ja, ich gucke gerade die Class-Mod wegen der Shotgun-Feuerrate, aber... Das andere ist nicht so gut, wie ich finde. Ja, komm, wir lassen es so mit der... Hallo. It's me, Mario. Ja, klar. Besser als meine jetzige. Zwar nur dezent, aber besser. Ja, das, was ich mir gekauft habe, ist auch ein bisschen besser. Wo müssen wir hin? Hier so in die Richtung, ne? Ich würde in die Richtung gehen. Ach. Ich glaube, der Pfeil ist eine Verarschung. Okay. Ich habe nämlich die Karte studiert und die Karte sagt, dass das hier der beste Weg ist. Hoffe ich zumindest. Das ist tatsächlich ein Fragezeichen. Wie geil. Oh, aber da unten leuchtet so schön und da ist ein Gegner. Naja. Okay, da lang, ich gehe hier lang. Nee, ich folge dir lieber. Nachher bin ich wieder der Gearschte. Gut, ich habe nichts gemacht mit der Schrote und habe Shotgun-Kenntnisse Level 2. Ja, hoffe ich schon nicht. Ich habe nichts gemacht. Man kann ja auch gar mal nichts. Was geschenkt bekommen, oder nicht? Oh, wie geil. Weil du da rumgeballert hast, habe ich Level 2 bekommen. Hammer. Oh, ja, Loot. Und vor allem, wir kriegen jetzt hier auch die Teile. Wir hätten gar nicht da hinten überall rumwuseln müssen. Wir hätten nur die Quest machen können. Tatsächlich. Okay, gut zu wissen. Was haben wir denn hier? Alter, die Claptraps machen aber auch Schaden. Ja. Das fällt auf mich ein. Oh, Lootkiste. So. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Willst du was davon haben? Nö. Oh, was ist das Blaue? Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Fragezeichen, oder? Ja. Könnten uns auch aufteilen. Das ist wieder so eine Gegend, wo man echt alles erkunden kann. Ja. Alter. Guck mal da oben, Vögels. Ja, das war's mit den Vögels. Achso, da ist Ende der Karte. Das ist eine Lootkiste. Die hätte ich nie gesehen. Echt? Du bist aber auch echt so ein Looter-Typ, ey. Boah. Frage ist nur, wie kommt man da hoch? Nein. Ach, du hast es geschafft, ja. Da ist hier was Lieren, das ist aber noch nicht schlecht. Ja, 137 Schaden. Class-Mod ist schon geil. Ja, pass auf. Einmal ganz kurz. Einmal meine Schrote ohne Class-Mod. Okay. Die Schrote mit Class-Mod. Das ist schon geil, aber dann haben wir keine Munitionrückgewinnung mehr. Das ist halt das Doofe. Naja, da kann man doch drauf verzichten. Du kannst ja die Class-Mod behalten, wenn wir Munitionsmangel haben, tauschst du. Könnte ich auch machen. So, hier geht's zum Fragezeichen, okay. Schön wär's natürlich, wenn ich jetzt eine richtig geile Schrote hätte. Was?
Was? Oh, jetzt kommen diese Mistviecher hier wieder. Dankeschön. Oh, Level 38. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, Projektilgeschwindigkeit, Projektilschaden. Bäm. Huch. Da haben die sich gleich mal aufgelöst. Wo kommen die her? Gibt's auch nichts mehr? Oder geht's da noch weiter? Wo, da hinten? Ja, ja. Oh, was meinst du? Ja, ja, ob's da noch weitergeht. Wollen wir jetzt langlaufen? Mhm. Ja. Achso. Laufen wir hier lang. Claptrap! Yippie! Bam! Huch! Oh, what? Der war wo? Was? Oh, Blutkiste. Lass mich doch in Ruhe looten. Nimm mal die Quest-Items mit. Mach ich doch. Mach doch immer, weißt du doch. Jede Lootkiste war nur Schrott. Das ist vorteilhaft. Sicherlich, wie immer. Siehst du, und schon haben wir gefunden. Irrgarten von wegen. Kamikaze heißen die Typen, die sich selbst springen. Okay, ich glaube, ich snappe jetzt ein bisschen. Sehr nice. Na toll, mit dem Raketenwerfer zu treffen ist auch nicht gerade. Okay, das hat lange gedauert. Nee, ist echt nicht einfach mit dem Ding. Muss ich zugeben. Bam! Huch, was ist denn hier los? Ja, meine Munition regeneriert sich auch ein bisschen. Das muss dann aber in dir irgendwie liegen. Regeneriert sich deine Munition? Nee. Das muss dann. Muss an dir liegen. Deine SMG oder was? Hast du das nicht in der Class-Mod drin? Guck gerade mal. Da, 5 SMG-Munition regeneriert sich. Ah, siehst du. Okay. Hoch sollen wir. Ah, okay. Ach, wir sollen das Tor öffnen. Oh, da kommt jetzt noch ein bisschen was raus. Hui. Na. Treff ihn nicht. Oh, erstmal looten. Ich treffe nur sein verdammtes Schild. Macht ja nichts. Wir gehen da sowieso noch nicht rein. Lieber noch Lootkisten suchen. Gibt's doch gar nicht. Hier stehen überall Kisten rum, weißt du, aber keine einzige Lootkiste. Oh. Geht doch, nächster Level. Yeah. So, dann einmal kurz alles nachladen und die Class-Mod ändern, weil die andere ist doof. Wieso?
Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mit der Schrote nicht so zurecht. Die ist mir zu langsam, macht mir zu wenig Schaden. Achso. Obwohl die Klasmod drin ist. Lieber draufhalten, ja? Draufhalten ist ja deins. Jein, also mit der SMG kann ich das ja auch nicht so ganz. Blutkiste! Oh, hast du doch eine gefunden. So, eine Schrot und noch eine Schrot. Okay, das war schon mal kacke. Na gut, dann würde ich sagen, werden wir morgen erfahren, was dieses mysteriöse Gebäude hier ist. Crazy. Sieht aus wie ein Kraftwerk. Ja. Weil das ist das Kraftwerk, was wir suchen sollten. Ha? Kraftwerk gefunden. Ah. Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim Kraftwerk. Tschüss.